Bonjour, AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und das ist der... Micha. Der Micha. Und das ist ein italienisches Fabrikat, nein, ein europäisches... Ziemlich europäisch, glaube ich. Ziemlich europäisch. Wir behaupten sogar, es ist eine französische klassische Limousine. Allerdings. Und ich finde, es ist ein... Es ist eine klasse Limousine. Eine klasse Limousine ist ein schickes Modell. Hinten die Räder so ganz verdeckt. Hm? Ich will schon mal gucken da unten. Aha. Die sind ja nicht immer verdeckt, ne? Das weißt du doch. Ja, bei den meisten Autos sind die nicht verdeckt. Ja, aber der kann ja hier, da stehst du nebendran mit der Pumpe und dann geht er hinten hoch. Geht er hinten hoch. Deswegen sind auch die Offroad-Räder, macht Sinn. Die Offroad-Räder sind die schmalen Räder, die einzigen schmalen Reifen in diesem Format. Ich zieh dich gerne damit hoch. Ja. Nein, also das Modell, so ein ähnliches Modell, das hat wohl hinten so eine Hydraulik, Pneumatik. Wenn das parkt, ist es so. Und wenn man startet, man... Ja, du kannst also ordentlich Koffer reinpacken, weil hinten kannst du das dementsprechend angleichen. Also nicht so ein Ami-Schlitten, der dann so Fakt der Musik machen kann, das ist wieder was anderes. Es gibt auch so welche, die dann so... Das wäre ein Brille bei dem Modell, oder? Also bei dem so Modell so ist das eine Möglichkeit. Ja. Ja, gut. Nein, also das ist schon ein... ja, war das früher mal? Zählt das schon als Luxusauto? Na. Weiß ich, damals war es vielleicht eins. Stellt schon ein bisschen was dar. Also es ist schon eine Limousine und kein irgendwas, ne? Schick. Und das Ganze in... Dark Rot. Red. Dark Red. Dunkelrot, genau, mit einer... Hast du schon mal gecheckt, was geht? Ja, geht viel. Ja? Das ist ein Fünftürer. Ne? Also 1, 2, 3, 4. Mit einem schicken Innenraum hier. Apropos Innenraum, mit Pedalen. Was ist denn das für eine abgefahrene Konsole in der Mitte? Mittelkonsole, diese. Das müssen wir uns genauer angucken. Ich nehme das coole Dach dafür einfach schon mal ab. Das hängt nämlich nur, das komplette Dach hängt auf diesen beiden Noppen und liegt hier vorne an und liegt hier hinten an. Das ist also definitiv ein Modell, es ist kein Spielzeug. Und wir haben hier diese kleine Kante mit den Hinges hier, damit sich das so... Damit wir hier so eine leicht gebogene Flucht nach hinten haben quasi. Damit das Wasser besser abfließt. Ja, genau. Gut. Und jetzt können wir uns das mal näher angucken hier mit den... Alter, da hinten ist eine Minibar oder was? Was ist das? Oh, das ist ein DVD-Player. Was ist das? Oh nein! Ach so, das geht umzuklappen. Wie geil ist das denn? Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, das da unten ist ja man schick. Irgendwas, ne? Ja, man sieht die Hinges. Ja. Das ist ja mal schick. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und das hier kann das anscheinend. Jetzt keine Gewalt anwenden. Das kannst du auch hochklappen, die Mittelkonsole. Aha. Ja. Okay. Cool. Oh. Du kannst es auch abmachen. Ich kann es auch abmachen. Ja. Es liegt halt nur an zwei Noppen, weil wir da vorne ja diese Kurve mitmachen müssen. Und es gibt keine 1x1 Plate mit diesem Viertelkreis. Es gibt nur eine 1x1 Fliese mit Viertelkreis. Weshalb diese runde 2x2 Fliese nur auf den hinteren beiden Noppen stehen. Das sagst du, das ist kein Spielmodell. Guck mal, du kannst die Konsolen, du kannst die Türen, du kannst... Hast du das Gaspedal gesehen? Nein, ich sehe es immer noch nicht. Guck mal genau hin. Ich sehe es immer noch nicht. Jetzt sehe ich es. Okay, ja gut. Was weiß ich, wie du guckst? Ja, das ist Chrom. Und ja, Chrom ist es nicht, es ist Flat Silver. Ja, das ist für mich das Chrom. Ja, Chrom ist... Ohne Lesebrille ist für mich fast Chrom alles Chrom. Ist, ja, Chrom. Chrom ist, das ist die Farbe, in der man sich spiegelt. Flat Silver ist das, was so ein bisschen metallic ist. Aber ja, hier schön die Radkasten hier umrahmt, ne? Das finde ich. Kurve ist ganz gut erwischt. Ja, es ist schön, dass man sowas auch machen kann, ohne dass man einen Teil, weißt du, einen ja, so einen Formteil hat. Ja. Aber guck mal in den, ob die Motorhaube auch noch oder was? Ja, bestimmt. Du machst gerade, als ob das, du hast das doch gewusst. Das habe ich gewusst, ja. Es tut dir so, als ob. Cool. Ey, Leute. Mit Ersatz. Da ist richtig was drin. Da ist richtig was drin. Es wird alles besser, glaube ich. Also das ist nicht einfach nur, also das kann man nicht einfach nur hinstellen.
Man kann es auch mal offen hinstellen. Einfach nur so, um zu zeigen. Weil so, du kriegst ja richtig was geboten. Hier noch mit Ersatzdrehrad und dem Motor. Ich finde, der ist gelungen. Ja, ich finde, da gab es schon einfachere Motoren. Ich kenne mich mit Motoren nicht so aus. Ob der jetzt quasi wie bei großen Autos dieser Epoche aussieht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ja, doch, mit Luftkühle, mit Schlauch. Der Luftfilter da oben. Ja. Ich glaube, da oben oder da unten. Was weiß ich denn? Aber nee, das ist ja toll, dass das Ding so viel kann. Wirklich. Ja. Wie sagt man heute? Nice. Und das hat hier hinten wieder, das hat hier diese Roboterarme. Ne? Ja. Der, wenn du es jetzt so nach vorne machst, geht es nicht ganz zu, es ist zu weit vorne. Und jetzt kann man das aber nach hinten schieben, bis es einrastet. Ne? Wenn du es jetzt so aufmachen würdest, hängt es hinten an. Ja. Durch die Roboterarme kann aber der ganze Bereich hier kann so ein bisschen vor und zurück. Und wenn du es jetzt so zumachst, passt es nicht. Aber die Roboterarme können ja nach hinten gehen und klack, jetzt rastet es ein. Das ist schick. Das haben wir auch bei einigen unserer Motorhauben. Und es ist ein Fünftürer. Ja. Warum hat er auch? Ja, aber du drückst mit deinem Kopfhörer, da machst du jetzt gerade die Stoßstange. Ich mach die Stoßstange. Ui. In diesem Fall bin ich wieder sehr begeistert, wie man das so hinkriegt mit den Bautechniken. Ja. Die Form und die, ja, auch das hier vorne, dass das so, weißt du, so. Ja. Du weißt, was ich meine? Dass das so alles so funktioniert. Die Formsprache. Nur von mir aus. Ja. Auch hier noch Lampen, ne? Hinten drauf, wahrscheinlich sind das die Blinker, ich habe keine Ahnung. Brille. Also das ist nice. Gell, nice, sagt man. Ja. Ja. Fein. Was ist das? Oder ich würde vielleicht sagen, très joli. Sehr, sehr süß. Jetzt kommt der Schöne mit Französisch. Ja, da sind okay. Zähne, der zeigt die Zähne. Ich weiß auch nicht, ist wahrscheinlich Teil des Kühlergrills. So hat man den Kühlergrill jetzt dargestellt. Ja. Mit so einmal modified plates, einmal zwei mit so drei Zähnen an der Seite. Sehr, sehr schick. Und die Radkappen hier vorne, ne, das dürfte auch Flat Silver sein. Ja. Ja, muss ja, weil bei Flat Silver spiegelt man sich und bei. Wie war das? Ja, in Chromteilen, in richtig sauberen Chromteilen, in verchromten Teilen spiegelt man sich. Chromteile sind aber sehr aufwendig herzustellen. Jetzt nicht ins Detail gehen. Sehr leicht, deswegen sind ja auch viele Hersteller wie Xingbao von den Teilen leider wieder weggekommen. Chromteile sind aber eine feine Sache. Wir haben sie nicht, unser Teileproduzent kann es nicht, aber wir haben solche Flat-Silver-Teile. Und wir haben viele Teile in Flat-Silver, beispielsweise bei Zugdächern, die es nur bei uns in diesem Farbton gibt. So. So. Ich finde, das ist ein schickes Modell und es hat 1108 Teile. Unser Modell mit der Setnummer 102733. 39,95 kostet es. Ist 30 cm lang, 13 cm breit an den schicken rechteckigen Außenspiegeln und 9,5 cm hoch. Ich würde sagen, der Aufbau ist guter Durchschnitt. Also für entspanntes Bauen ist es doch ein bisschen zu komplex, zu viel Snot dabei, aber es stellt keine Schwierigkeit dafür, auf keinen Fall für die Zielgruppe, für erwachsene Noppenstein-Fans, die solche ähnliche Autos vielleicht schon früher auf Straßen gesehen haben und Liebhaber solcher Automodelle sind. Ein Modell, das ist jetzt kein Technikmodell, das ist ja jetzt ein Modell aus normalen Bricks. Das so, also das, mit dem du so viel machen kannst, aufmachen und zeigen und das so viel kann. Bis hin zur Unterarmstütze zwischen den Rücksitzen. Das ist schon geil, ne? Dieses Ding in der Mitte hier. Ha. Ja, deswegen, da fehlt jetzt eigentlich noch die Vertiefung für das Rotweinglas. Für das Rotweinglas und für das so ein anständiges Gläschen Bordeaux hinten auf den weißen Velour sitzen oder was es ist. Ja. Und das Baguette. Nein, also wir wollen jetzt hier keine Klischees auspacken. Nein. Ich glaube, bei solchen Autos war eher der Aschenbecher damals noch wichtig. Damals war ein Aschenbecher. Das kann sein. Aschenbecher. Aschenbecher. Nein, das ist schön, dass ich da hier mit bei dir sein durfte, weil das Auto erkunden, das hat Spaß gemacht. Du bist doch auch unser Auto. Dann sag das nicht, glaubt das unser Autoliebhaber hier. Glaubt das noch irgendwann jemand? Ja, du kennst dich mit Autos auf jeden Fall viel besser aus als ich. Aber auch nicht gut. So. Für heute war es das damit aber auch schon aus dem Noppenstein-Studio.
Ja, so, ja, man kann nie genug Doppelsteine haben. Und Automodelle auch nicht. Demnächst gibt es noch mehr. Auch Automodelle. Jawohl. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen und beim Erkunden dieser komplexen Modelle, die immer noch neue Geheimnisse bergen. Und da kommen noch so tolle Sachen, was ich alles gesehen habe. Ja, auch solche Autos, Muscle Cars und schwarze Vans und alles Mögliche.